schlägst dich gut, Junge. Vater! Na komm. Du weißt, der bin ich nicht. Das spielt jetzt keine Rolle. Ich vermisse dich und Mutter. Ich vermisse euch sehr. Es wird alles gut. Wir sind stolz auf dich. Weshalb? Ich ließ euch im Stich. Verlor das Schwert und ließ diesen Bastard entkommen. Sei nicht so hart mit dir selbst. Es gab nichts, was du tun konntest, um uns zu retten. Aber du, Junge, du musst weiterleben. Das Schwert ist egal. Es ist nur ein Gegenstand. Du wolltest nicht, dass ich kämpfe. Und jetzt sieh mich an. Dich dem Bösen zu stellen, ist nicht dasselbe wie dessen Saat zu säen. Du hast das Richtige getan. Ich muss dich jetzt verlassen. Nein, bitte. Du weißt, ich kann nicht bleiben. Sehen wir uns jemals wieder? Wer weiß. Mach sie stolz. Geh nicht. Nicht! Nein! Wovon zum Teufel hast denn du geträumt? Du wolltest gar nicht aufwachen und es ist schon Nachmittag. Herr Ratzig will dich in der oberen Burg sehen. Die Herren beraten sich mit Jobst. Ja, gut. Bin schon unterwegs. Sonst noch was? Ach, nichts, nur... Ich weiß nicht mehr, wie ich dich anreden soll. Urplötzlich bist du Herrn Ratzigs Sohn und gehörst damit auf einmal zur adligen Gesellschaft. Und ich bin nur ein einfacher Mann. Ach, komm schon, du Blödmann. Sehe ich so aus wie ein edler Herr? Nicht wirklich. Du bist so wenig Herr wie ich eine Nonne. Und in der Kutte sehe ich nicht besonders gut aus. Verschwinde, Mann! Sonst kommst du noch an den Schandstuhl. Da hatte ich eben doch einen kleinen, großen Kloß noch im Hals. Wem ging es ähnlich? Das war jetzt so die emotionalste Szene tatsächlich für mich im ganzen Spiel bislang. Das heißt bislang, da wird wahrscheinlich nicht mehr großartig was kommen. Aber doch, das war jetzt schon krass. Das war schon krass. Okay. Der Epilog. In der oberen Burg. Da musste ich nochmal... Hier ist es nicht. Da oben hin. Ich will auch bitte noch ein letztes Mal auf Pegasus reiten. Wo kommt denn Pegasus her? Hast du auch im Bett geschlafen, mein kleiner Junge? Ein letzter Ritt zur Burg. Pegasus hat uns wirklich sehr, sehr treu begleitet. Der wird mir fehlen. Der wird mir echt fehlen. Ja, ein langes Abenteuer geht jetzt zu Ende. Ein wirklich langes Abenteuer.
Ich bin so ein bisschen ergriffen. So ein ganz klein wenig. Okay, schon ein bisschen mehr. So, und wer ist jetzt dieser Jobst? Und was genau möchte er? Hat er den Ruf, laut Robert, wie ein Fähnchen im Wind zu sein? Oder war es Divisch, der das gesagt hat? Einer von beiden hat das gesagt. Ein Fähnchen im Wind. Ah, Heinrich, gehst du etwa auch zum Treffen mit Markgraf Jobst? Ja, stimmt. Was ist mit Istvan? Ich nehme an... Dass er uns entwischt ist? Richtig. Denn hätten wir ihn, wärst du der Erste, der es wüsste. Aber keine Sorge, wir kriegen ihn noch. Ich hoffe, du hast recht. Wie auch immer, lass uns sehen, was Jobst von uns will. Meine Herren, möge Gott euch segnen. Dich ebenso, Herr Kapern. Das ist mein Sohn, Heinrich. Ich wusste nichts von einem Sohn, Herr Ratzig. Es war auch für Heinrich eine Überraschung. Dieser werte Herr ist Johann der Zweite von Liechtenstein, Mitglied meines Rates. Eine Ehre, meine Herren. Tretet näher! Markgraf wollte uns eben den Grund seines Besuchs verraten. Euer Gnaden? Hochverehrte Herren, wir sind uns sicher einig, die Unruhen müssen ein Ende haben. Das Land braucht einen König. Die Frage ist, welchen König? Mein Vetter, Wenzel der Vierte, der gefangen gehalten wird. Ich gebe zu, deine Antwort überrascht mich ein wenig, mein Herr. Wenn ich richtig informiert bin, hieltest du es bis vor kurzem mit deinem Vetter Sigismund. Das streite ich nicht ab. Mein Standpunkt war stets deutlich. Aber die Zeiten haben sich nun mal geändert. Was genau hat sich geändert, euer Gnaden? Nun, in einer Sache stimmen wir ohne jede Frage überein, nämlich der, dass König Wenzel seines Vaters Gabe für das Regieren nicht geerbt hat. Leider haben seine Misserfolge Böhmen, den Adel und unsere ganze luxemburgische Familie viel Kraft und Geld gekostet. Wie konnte es der König so weit kommen lassen, verdammt? Es ist seinem Charakter geschuldet. Ihn interessieren nur Wein, Frauen und die Jagd. Er ist ein König, der nie König sein wollte. Warum überließ er die Krone dann nicht seinem Bruder? Junger Herr, die Krone lastet schwer, wenn es gilt, Pflichten zu erfüllen. Aber sie aufzugeben, bedeutet auch die Aufgabe von Privilegien. Aber er hat seinem Bruder Macht überlassen. Als die Dinge aus dem Ruder liefen, bat Wenzel seinen Bruder Sigismund, die Ordnung wiederherzustellen. Heißt das etwa, Wenzel hat Sigismund hergeholt? Mir dreht sich so langsam der Kopf. Es ergibt mehr Sinn, als man denken mag. Sigismund wollte die Macht des Hauses von Luxemburg wiederherstellen. Er glaubte, wenn er Wenzel hilft, die Kaiserkrone zu erlangen, würde dieser ihm mit Sicherheit zum römisch-deutschen Thron verhelfen und das Regieren des Reiches und Böhmens ihm überlassen. Während Wenzel weiterhin das tun würde, was er am besten kann, und zwar das Leben am kaiserlichen Hof genießen. Warum wurde Wenzel nicht zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches gekrönt? Er wurde doch schon vor langer Zeit gewählt. Er hätte sich doch nur noch vom Papst die verdammte Krone aufsetzen lassen müssen. Wer weiß, vielleicht zog er es vor, auf die Jagd zu gehen und Zeit mit Zuberdirnen zu verbringen, anstatt mit dem Papst. Zugegeben, das würde ich auch. Sigismunds Plan hört sich stimmig an, aber so ist es wohl nicht gelaufen, nicht wahr? Für eine Weile schon. Sein Bruder und er trafen eine Übereinkunft. Sigismund übernahm von ihm die Verwaltung des Reiches und bereitete unverzüglich Wenzels Reise nach Rom zur Krönung vor. Doch dann begriff Wenzel, dass er nur eine Marionette mit einer Krone wäre. Ich muss sagen, Markgraf Jobst, Wenzel und Prokop verhielten sich wie unartige Kinder, die eine gute Tracht Prügel gebraucht hätten. Da würde Sigismund zustimmen. Er plante bereits seine Herrschaft über Böhmen, aber Wenzel machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Ich denke, er verlor die Geduld und wollte Wenzel zur Krönung zerren, egal wie der sich dagegen wehrte. Wie ein unartiges Kind, könnte man sagen.
Also entführte er ihn und deinen Bruder Prokop, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es. Und du hast ihm geholfen. Hab ich nicht recht? Ja, meine Herren, ich war dort, als Sigismund Prokop entführte. Ich dachte, dass sich die Dinge regeln lassen würden, dass wir meinen Bruder zur Vernunft bringen könnten. Doch Sigismund hatte sich in den Kopf gesetzt, dem Streit ein für allemal ein Ende zu setzen, koste es, was es wolle. Und ich konnte nichts tun, um ihn aufzuhalten. Das ist einer der Gründe, weshalb ich jetzt hier bin. Das Schlimmste ist, dass alles vergebens war. Der Aufstand wurde nicht beendet, nein, im Gegenteil, er eskalierte. Und das Chaos, in dem wir nun stecken, ist die Folge davon. Das ist wohl wahr, Herr. Aber ich muss zugeben, ich verstehe deinen Standpunkt nicht. Der König ist unfähig und wir sollen ihn beschützen? Die traurige Wahrheit ist, dass wir trotz Wenzels vieler Fehler keinen anderen Kandidaten haben. Also müssen wir mit seiner Faulheit auskommen. Ha, immerhin mag das Volk ihn. Aber was sollen wir nun tun? Sigismund hat die Herrenvereinigung hinter sich. Otto von Bergo, Heinrich von Rosenberg. Die Situation ist absolut außer Kontrolle. Auch die Adligen der Herrenvereinigung sind zu der Erkenntnis gelangt, dass Sigismund die völlig falsche Wahl war. Also ist Bergo jetzt auf unserer Seite? Sollen wir mit ihm eine Armee aufstellen und uns Sigismund zur Schlacht stellen? Wir sind nicht in Ungarn. Diese Dinge können elegant gelöst werden. Ohne unnötige Feindseligkeiten und Kosten. Ich habe eine Allianz ausgehandelt. Mit den ungarischen Bischöfen, den polnischen und natürlich dem tschechischen Adel. Gegen Sigismund. Er verliert jeden Tag mehr an Einfluss. Und deshalb brauche ich auch eure Hilfe. Hilfe welcher Art? Sigismund befehligt eine riesige Armee und viele stehen ihm vermutlich immer noch bei. Hast du eine fähige Armee zur Verfügung? Nein, das ist nicht das, was ich damit meine. In Ungarn gab es einen Aufstand gegen Sigismund und ein bisschen habe ich damit zu tun. Jetzt muss er sich entscheiden, ob er die böhmische Krone will, was ein äußerst riskantes Unterfangen wäre, oder sich doch lieber an die ungarische klammern will. Beide bekommt er nicht. Und in Ungarn erwartet ihn ein harter Kampf. Ob er diesen gewinnt, ist fraglich. Und Rosenberg und Bergo wissen das auch. Sie sind nämlich nicht dumm. Wenn sich der böhmische Adel vereint, dann werden sie fallen. Darauf haben wir kaum Einfluss, Markgraf. Ratzig hier hat nach seinem Bündnis mit Wenzel alles verloren. Herr Divisch, er ging es beinahe ebenso. Und sogar Ratei ist gegen Sigismunds Truppen wehrlos. Außerdem, euer Gnaden, ist König Wenzel in Wien in Gefangenschaft. Von dort aus kann er nicht regieren. Was schlagt ihr also vor? Mit verschränkten Armen dazusitzen, bis ganz Böhmen zu Asche verbrannt ist, wie Skalitz? Dieser sinnlose Krieg muss ein Ende finden. Weißt du denn, Herr, wie der wahre Standpunkt der Herrenvereinigung aussieht? Tja, es steht im Moment leider nicht zum Besten zwischen uns. Du musst sie also selber fragen. Aber ja, warum eigentlich nicht? Ich besuche Bergo auf seiner Burg und höre mir an, was er zu sagen hat. Das ist gar keine so schlechte Idee, junger Herr. Richtig, aber sehr riskant. Ich bezweifle, dass Bergo einem blaublütigen Boten schaden würde. Du hörst dir an, was er zu sagen hat und was die Herrenvereinigung plant. Danach entscheiden wir, wie wir weiterverfahren. Ich helfe dir, einen Brief zu verfassen. Ich hätte gern Heinrich dabei. Warum nicht? Er hat sich als sehr fähiger Ermittler erwiesen und ist auch eine gute Leibwache, falls etwas schiefläuft. Und ich schicke Herrn Johann hier als mein Auge und Ohr nach Kuttenberg. Ich denke, beide Berichte werden uns in dieser Situation weiterhelfen. Wann wollt ihr los? Sobald ich gepackt habe. Gut. Markgraf Jobst und ich verfassen den Brief. Bereitet euch vor, wir treffen uns hier wieder. Okay, das erklärt, warum er jetzt auf einmal doch Namen zu schreiben. Als Herr von Leipa. Auf unserer Ganz Seite der recht, Macht Markgraf. Ist. Was genau soll ich schreiben? Nicht was, sondern eher wie ist die Frage.
Wir müssen erfahren, wie sie zur Befreiung des Königs und Sigismunds Sturz stehen. Also ob sie Ärger machen oder uns beistehen würden. Aber wir müssen es so formulieren, dass Herr Capon nicht aus der Burg gepeitscht wird. Richtig. Wie wäre es damit? Du bist ob der gegenwärtigen Situation besorgt und willst das Land befrieden. Aber möchtest vorher die Meinung der Herrenvereinigung anhören. Bernhard, was hältst du von Markgraf Jobst? Nach dem, was ich über ihn gehört habe, würde ich ihm kein Stück trauen. Ich auch nicht. Vertraue keinem, der derart gern sein Mäntelchen nach dem Wind hängt. Genau. Okay, dann hatte das wohl Robert gesagt. Was müssen wir jetzt machen als nächstes? Andererseits... Mit unserem Vater sollen wir sprechen. Du hast also eine Mission vor dir? Ja, ich freue mich drauf. Ich will deinen Eifer nicht schmälern, mein Junge, aber sei vorsichtig. Wir leben in unruhigen Zeiten. Wer weiß, was geschieht. Und Bergo ist sicher kein Heiliger. Keine Sorge. Ich weiß, du hast bewiesen, dass du gut zurechtkommst. Aber sei bitte vorsichtig. Du reist als Herrn Capons Leibwache. Du musst Sorge tragen, dass ihm nichts zustößt. Halte die Augen und Ohren offen. Was Bergo euch erzählt, ist eine Sache. Was du siehst, vielleicht eine ganz andere. Sei versichert, Vater. Und lass dich in nichts verwickeln. Überbringt den Brief, hört euch die Antwort an und kehrt zurück. Ja. Also gut, Bergo ist auf Burg Troski. Du wirst überrascht sein, wenn du sie siehst. Sie ist eine der schönsten dieses Landes. Sie liegt 3 Tagesritte von hier entfernt. Wenn ihr nicht auf Schwierigkeiten stoßt, solltet ihr bald zurück sein. Irgendwelche Fragen? Ich denke eigentlich eher weniger, oder? Das war alles. Nun gut, nimm Hanuschs Brief und viel Glück, mein Sohn. Was hältst du von all dem, Herr Dibisch? Okay, ich speichere gerade nochmal. Der Brief. Hätte ich ihm ohne weiteres... Ich glaube, das ist ein guter Brief, meine Herren. Ohne Zweifel. Man kann nicht herauslesen, ob wir Sigismund unterstützen oder bekämpfen. Ich muss zurück nach Brünn, aber bald werde ich nach Brandenburg reisen und auf dem Rückweg hier Halt machen. Bis dahin sollte Herr Capon zurück sein und dann besprechen wir alles Weitere. Gut. Aber bevor du gehst, werter Herr, es gibt da noch etwas, das mich beschäftigt. Warum kam Sigismund als Feind zu uns? Das ergibt keinen Sinn. Mein gnädiger Herr, wenn ich das erklären dürfte. Oh, ja bitte, erleuchtet uns, junger Herr. Ich lebe nicht weit von Ungarn entfernt, wo Sigismund regiert. Es ist ein wildes Land, ständig im Krieg mit den Türken, das hat die Menschen abgestumpft. Sie brauchen einen Monarchen mit eiserner Hand. Als Sigismund hier eine Rebellion witterte, agierte er dementsprechend. Doch seine Vorgehensweise mit den ungarischen Adeligen funktioniert hier in Böhmen nicht. Ordnung zu schaffen ist eine Sache, Barbaren rauben und brandschatzen zu lassen eine andere. Was soll das bringen, frage ich mich. Sigismund hat dem böhmischen Adel zunächst die Chance gegeben, sich auf seine Seite zu stellen. Erst als sie abgelehnt haben, hat er die Geduld verloren und das Schwert in die Hand genommen. Und was die Barbaren angeht, er kann sich nichts Besseres leisten. Der ungarische Adel hätte mit diesem Feldzug in Böhmen absolut nichts zu gewinnen. Folglich hatte er für eine richtige Armee kein Geld, also musste er die Kumanen rekrutieren. Was er ihnen nicht zahlen kann, das plündern und stehlen sie eben. Nur reichte es selbst den Kumanen letztendlich nicht. Deshalb überfiel er Kuttenberg und Skalitz. Er hatte es auf das Silber abgesehen. Das ergibt Sinn. Meine Herren, wie weit seid ihr mit dem Brief? Er ist fertig. Dann können wir losreiten. Denk daran, was wir gesagt haben, Junge. Überbringe nur den Brief. Hör dir die Antwort an und komm umgehend zurück. Verärgere Berghoff auf keinen Fall. Verärgern? Ich? Niemals, Onkel. Wir sind in ein paar Tagen zurück. Leb wohl, meine Herren. Komm, Heinrich, die Männer warten. Gute Reise wünsche ich.
Okay, ob wir da jetzt noch hinreiten müssen? Glückwunsch, du hast die Hauptgeschichte abgeschlossen. Wenn du möchtest, kannst du dich noch den Nebenquests und Aktivitäten widmen oder einfach die Spielwelt genießen. Du kannst das Spiel jederzeit beenden, indem du zu Herrn Hans Carpons Gruppe stößt. Ah, okay. Gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, das hatte ich das letzte Mal schon gesagt, vorletzte Folge, dass ich die Nebenquests tatsächlich gar nicht mehr unbedingt machen möchte, weil die mich eben nicht so sehr vom Hocker gehauen haben. Und außerdem haben wir versprochen, ja, den Brief zu überbringen, ne? Oh Gott, wir sind mehr als satt. Jo. Pegasus. Oh, unser treuer Begleiter. Lern gefälligst, wie man reitet, du Tölpel! Ich kann reiten, hallo? Wir müssen anscheinend vom Boden aus mit ihm reden. Können wir aufbrechen, Heinrich? Ja, kann's kaum erwarten. Nun denn, aufsitzen! Der Herr von Bergo wird sich sicher freuen. Unser letzter Ausritt. Im Morgengrauen geht's los. Ja, in die Richtung sind wir schon mal geritten. Beziehungsweise Hans ist geritten, wir sind gejoggt. Als es zum Jagdausflug ging. Oh, das ist schon lange her. Das muss an die 60 Folgen her sein. Wahnsinn. Wie lebt es sich als hochwohlgeborener Bastard? Ich gewöhne mich schon dran. Was ist mit Ratzig? Hat er erklärt, warum er sich nicht schon vorher zu dir bekannt hat? Hat er. Ich denke, jetzt wird alles gut. Schön zu hören. Als Adliger freundet man sich lieber mit einem adligen Bastard an, als mit einem Schmied. Selbst ein ehemaliger Schmied kann ganz schön austeilen, junger Herr. Hans wird es wohl nie lassen können zu sticheln, ha? Was hältst du von Markgraf Jobst und seinem Plan? Nun, ich gebe zu, ich durchblicke all die Intrigen nicht ganz. Ich dachte, Sigismund sei der Teufel und Wenzel ein Märtyrer. Und auf der einen Seite Schurken, auf der anderen Helden. Ich dachte, wir befreien den König und alles wird wieder gut. Aber nun sieht alles viel komplizierter aus. Richtig. Ich hatte nicht erwartet, dass Adlige immer Engel sind, aber solche Abgründe ebenso wenig. Sie verhalten sich wie Kinder. Wie schaffen sie es, nach all der Hinterhältigkeit überhaupt noch miteinander zu reden? Das frage ich mich, ehrlich gesagt, auch. Weiter geradeaus geht's. Wusstest du eigentlich, dass König Wenzel ein nutzloser Trunkenbold ist? Nein, und um ehrlich zu sein, wollte ich es auch gar nicht wissen. Ich schlief besser, als ich dachte, dass mich ein weiser und mächtiger König beschützt. Ich auch. Welch eine Welt, in der man nicht mal etwas auf den eigenen König geben kann. Andererseits waren die Zeiten unter ihm besser als nun, da er fort ist. Das ist wohl wahr. Ist das nicht ganz, ganz oft so? Was hältst du von Sigismund? Ich hätte schon viel früher die Nase voll von seinem Bruder gehabt. Aber er ist ein Monster. Sieh dir nur an, was seine Horden anrichten, was sie mit Skarlitz gemacht haben. Das ist wahr. Andererseits wäre nichts davon passiert, wenn Wenzel und Prokop ihn nicht hintergangen hätten. Er musste Skarlitz nicht gleich abbrennen. Ja, aber er konnte die Verräter nicht einfach gewähren lassen. Und dennoch, ich verurteile seine Taten. Er ist ein Wiesel. Oh ja, das ist er. Wir hängen die anderen hier im Trab. Weißt du etwas über Prokop? Herr Hanusch könnte dir da einiges erzählen. Wieso? Letzten Winter versuchte ein gewisser Ritter, Herr Johann Sokul von Lamberg, die Stadt Iglau zu besetzen, die unter der Befehlsgewalt keines Geringeren als Prokop stand. Und was hat das mit Hanusch zu tun? Naja, er war damals dabei. Natürlich würde er das Jobst gegenüber nicht erwähnen. Und was wollten sie erreichen? Sie wollten eine Stadt besetzen, die auf Seiten der Herrenvereinigung steht. Aber obwohl sie mit mehreren hundert Mann anrückten, gelang es nicht.
Sie kam nicht an den Iglauer Frauen mit ihren Mistgabeln und ihrem kochenden Wasser vorbei. Wer hätte gedacht, dass Hanusch so ein Rebell ist? Und hast du schon einmal von Ruprecht von der Pfalz gehört? Ja, er schafft es nicht einmal, einem König die Macht abzunehmen, der sie gar nicht haben will und nicht verteidigt. Kein Mann, der das Zeug zum Regieren hat, wenn du mich fragst. Mehr muss man nicht wissen. Und dieser Bergo, zu dem wir reiten, weißt du irgendetwas über ihn? Ich habe kaum Gutes über ihn gehört, aber manche Adligen bewundern ihn offenbar dennoch. Seine Burg soll sehr beeindruckend sein. Ich freue mich schon, sie zu sehen. Ich bin gespannt, ja. Das ist uns ja eben auch nochmal gesagt worden, dass die sehr beeindruckend sein soll. Was genau ist diese Herrenvereinigung? Ein wohlhabender und aufgeblasener Haufen. Der König mag sie wohl nicht besonders. Er umgab sich lieber mit Adligen niederen Ranges, zum Beispiel mit deinem Vater. Ich kann ihn verstehen, weißt du. Aber die Adligen waren wenig erfreut über ihren schwindenden Einfluss, also handelten sie. Wäre ich Wenzel, hätte ich sie nach der ersten Entführung hängen lassen. Aber stattdessen gab er ihnen Macht im Provinzialrat. Kein Wunder, dass sie es wieder versucht haben. Meine Güte hier, so viel hin und her. Wo sind wir jetzt überhaupt? Ui, ein ganzes Stück sind wir schon geritten. Reiten wir jetzt bis ganz nach da oben irgendwo hin? Ich bin ja immer noch gespannt. Auch was wir hier noch alles erfahren. Oder ist er jetzt verstummt, unser Hans? Oder weiß Heinrich einfach keine Fragen mehr zu stellen? Boah, hier unser Reiterfeld ist ganz schön auseinandergezogen. Ja, scheinbar hat Heinrich gerade keine weiteren Fragen mehr. Das erlaubt mir aber noch ein bisschen was zu erzählen und zu sagen. Und zwar, ich habe ja schon erzählt, dass ich auch auf jeden Fall noch plane, Witcher 3 zu zeigen. Allerdings habe ich momentan auch geplant, erstmal auf vier Projekte zu reduzieren. Momentan habe ich dann jetzt vier mit Ende Kingdom Come. Ghost of a Tale sollte wohl auch nicht mehr so lange gehen, allerdings stehen auch demnächst noch neue Spiele an, weshalb ich dann erstmal nicht noch mehr machen werde. Und mich erstmal um aufgeschobene Projekte kümmern werde. Wann das Ganze mit Witcher 3 anfängt, das wird so ein bisschen davon abhängen, wie lange Tales of Systeria und Ni No Kuni noch gehen. Aber es steht definitiv fest auf meiner Liste. Witcher 3 ist tatsächlich nicht ab 16, wie Kingdom Come, sondern sogar erst ab 18. Es soll aber eine enorm gute Geschichte haben. Ich habe Teil 1 und Teil 2 nie gespielt. Ich habe in Teil 3 mal kurz reingeguckt, war von der Grafik und der Atmosphäre total überwältigt und habe mir dann gedacht, okay, das musst du eigentlich als Let's Play zeigen. Und das werde ich definitiv auch zeigen. Das wird allerdings ein enorm langes Projekt werden. Deswegen muss ich da eben wirklich zeitlich gut planen, wann ich das zeige, damit das nicht mit irgendwelchen anderen Projekten kollidiert, die ich gerne noch zeigen möchte. Oh ja, yeah, hier der kaputte Stall ist auch noch nicht wieder aufgebaut worden. Das leidet doch alles, oder hat alles ziemlich gelitten hier in der Region. Huch. Da hinten der Schecke. Oh, den will ich mir noch angucken. Ach, Pegasus. Ich habe früh genug auf die Leertaste gedrückt. Oh, hier auch die braunen. Das ist hübsch. Aber der Schecke ist ja wohl auch total süß. Wunderschön. Wer bist denn du? Ist voll knuffig. Du gefällst meinem Pegasus. Ah. Ja, aber wir sollten wohl hinterher reiten. Oh, da kommen ja noch Nachzügler.
Oha. Also manchmal ist das hier durch das Laggen verflixt schwer zu steuern. So, wo ist denn jetzt Hans? Ist ja schon ein ganzes Stück weiter vorne. Oh. Oh. Wie sieht's aus, Heinrich? Können wir los? Bist du bereit? Aber sicher doch. Endlich komme ich mal raus und sehe mehr vom Land. Recht so. Na dann, legen wir mal los. Endlich habe ich das Gefühl, mal etwas Sinnvolles zu tun. Wir helfen bei der Rettung des Königs. Anstatt diesen gekrönten Saufbold zu retten, würde ich lieber das Schwein ausfindig machen, das meine Eltern ermordet hat. Ich will mein Schwert zurückholen und diesen Bastard damit aufspießen. Kopf hoch, Heinrich. Ich bin mir sicher, dass du den Kerl erwischen wirst. Und das bestimmt schon bald. Auf geht's, Männer! Audentes Fortuna Juvat! Und da ist es nun, das endgültige Ende von Kingdom Come Deliverance. Ich habe ja meine Einschätzung schon Ende letzter Folge dazu gegeben. Habe euch jetzt schon erzählt, wie es weitergeht, aber ich würde gerne mal generell eure Meinung dazu wissen zum Spiel. Wie hat es euch denn gefallen? Wie fandet ihr es von der Story? Wie fandet ihr es ansonsten? Ich bin einfach mal gespannt. Schreibt einfach mal frei von der Seele weg eure Meinung zu Kingdom Come Deliverance. Ja, ihr Lieben. Eine lange, lange Reise geht damit zu Ende und es war eine spannende Reise, definitiv. Und ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die dabei gewesen sind, es über sich haben ergehen lassen, wie ich teilweise geflucht habe hier. Stichwort Ulrich. Und ja. Vielen lieben Dank, dass ihr mit dabei gewesen seid und ich würde mich natürlich sehr freuen, euch auch in künftigen Projekten begrüßen zu dürfen. Aktuell eben noch als Projekt des Star Stable natürlich, Ghost of a Tale jetzt auch, aber in den letzten Zügen, Tales of Systeria und Ni No Kuni 2 für die Zukunft geplant. Sind noch Spiele wie Witcher 3, Re-Legend ist geplant, Equestrian The Up. Einiges wird dann auch auf euch zukommen. Und ja, ich würde mich freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Danke euch und bis dahin. Tschüss!